Ja, hallo ihr Lieben. Heute geht es nochmals um Haarausfall und wie man ihn ab der ersten Anwendung stoppen kann. Es haben ja doch schon einige ausprobiert und bei vielen hat es so schnell geholfen wie bei mir, gleich nach der ersten Anwendung. Und es freut mich natürlich riesig. Aus diesem Grund biete ich in meinem Online-Shop eine fertige Mischung an. Heißt Rosis heilende Natur. Und ich habe auch unten einen Link dazu, da kann man das dann auch bestellen, wenn man das möchte. Ja, diese Mischung, die besteht aus 60% DMSO nach pharmazeutischer Reinheit und 40% keimfreies, filtriertes Wasser. Wenn jemand DMSO noch nicht kennen sollte, das benutzt man eigentlich als Heilmittel bei ernsthaften und schmerzenden Erkrankungen. Es transportiert alles von außen nach innen, tief ins Gewebe. Es wirkt schmerzstillend, abschwellend, keimabtötend, entzündungshemmend, beschleunigt die Wundheilung und ist muskelentspannend. Zur Anwendung empfehle ich immer auf Sauberkeit zu achten, also immer vorher und nachher die Hände zu waschen. Und man kann einen Allergietest vorher machen. Und zwar reinigt man hier die Innenseite vom Arm. Dann trägt man von meiner fertigen Mischung ein paar Tropfen auf und lässt es dann so 20 bis 30 Minuten einwirken. Und wenn gar nichts ist, ist ja gut. Ansonsten kann man das mit Wasser abwaschen und dann ist es auch erledigt. Ja, bei der Kopfhaut empfehle ich es genauso. Erst die Haare waschen, dann mit der Pipette strähnchenweise hier das Haarwasser auftragen und das eben am ganzen Kopf. Wenn das hier überall verteilt ist, dann kann man das so ganz kurz einreiben. Auch. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Bei mir hat es gleich nach der ersten Anwendung geholfen. Ich habe sofort gemerkt, dass der Haarausfall weg ist und freue mich nach wie vor riesig darüber. Ich empfehle auch, vielleicht einmal in der Woche das in Verbindung mit Bio-Rizinusöl zu machen, weil es sein kann, dass es vielleicht die Kopfhaut ein bisschen austrocknet. Und dann nehme ich diese fertige Mischung und benutze dann eben dieses Rizinusöl dazu und lasse es 1-2 Stunden einwirken oder über Nacht. Dann mit einem sehr guten Shampoo ohne chemische Zusätze am besten auswaschen. Und das war es dann eigentlich schon. Ich habe da riesige Erfolge damit, also meine Haare sind wirklich viel dichter wieder geworden und wachsen auch sehr schnell. Ja, ich mache auch ab und zu mal ein Kopfhautpeeling, dazu verwende ich 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl, nehme eine Heilerde dazu, auch 1 Esslöffel und 1 Esslöffel ganz feinen Zucker, das kann ich in einem Schüsselchen dann leicht anrühren und nach dem Haarewaschen oder auch so kann man das einfach hier auf die Kopfhaut gut auftragen. Ja, es gibt ein bisschen eine Sauerei in der Badewanne, aber das geht dann trotzdem. Man kann ja eine Folie vielleicht um die Haare machen und dann nochmal ein Handtuch drüber und dann kann man das auch ein bisschen einwirken lassen, wenn man das will. Und durch dieses Peeling reinigt man einfach die Kopfhaut und entfernt auch alte Schuppen. Und ich kann es eigentlich nur empfehlen, dass es einfach auch unterstützend ist für den Haarwachstum. Ja, jetzt habe ich eigentlich soweit alles erklärt. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das über meinen Link bestellt. Es ist ja doch einfacher anzuwenden, als wenn man das selber mischt. Ja, und auch ihr könnt gerne darüber berichten, wie es bei euch geholfen hat. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Rosi.